Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, und hiermit ein herzliches Willkommen zu Tomb Raider War of the Worlds Teil 5. Ja, warum nicht Teil 4? Ich habe gerade mal nachgezählt. Das ist jetzt hier quasi Level 4. Und warum, werdet ihr gerade gleich sehen. Das war Level 1. Das war Level 2. Das war Level 3, das haben wir schon gespielt. Und das ist Level 4. Und es kommt Level 5. Also wird es kein Level 4 geben in meiner Aufzählung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den Fehler. Wie dem auch sei, ob Level 4, ob Level 5, wir zocken einfach mal eine Runde weiter, würde ich sagen. So, wo bin ich hier überhaupt? Was ist passiert? Genau. Hier wäre eine Sackgasse. Oder liegt da was? Wer weiß. Ich würde sagen, ich springe einfach mal hier runter. So, festkrallen kann man sich nicht. Press J. Okay. Wie gehen wir vor? Wir schauen uns hier erstmal ein wenig um. Und da blinkt schon was. Zack, meins. Was haben wir denn da? Munition, prima. Man kann da durchgehen. Oder alternativ hier einmal um die Ecke. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Hier hat nur ein Fläschchen. Das nehme ich auch mit. Oh, Stacheldraht. Oh. Ich denke mal, ich werde mal so ein bisschen Energie zu mir nehmen. Was haben wir denn so Schönes im Angebot? Funkgeräte. Eine Karte, 40%, 30%. Ja, machen wir das mal. Ach, das sollte reichen. Obwohl, man könnte ja noch ein Schlückchen trinken. Das gibt, meine ich, 10%. Ja, nehmen wir auch noch. Komm, mit dem neuen Schluck. Ja, das reicht. So, was haben wir hier für eine geheimnisvolle Nische? Nö, scheint aber nichts zu sein. Außer Spesen nichts gewesen. Gut, die Schrift. They are watching us. Hiervon mache ich mal einen Screenshot. Oder vielleicht doch lieber von der anderen Seite. Ja, das hat doch was, ne? Ein Screenshot. So, und jetzt gehe ich mal hier in die Gasse hinein. Okay, ein Fass. Hä, hier war ich doch wirklich schon, ne? Das kommt mir alles so bekannt vor. Genau, hier ist die Pfütze. Okay. So, was haben wir hier? Ein Briefkasten. Back here again. Back here again, ja genau. Sie wusste ich doch, dass wir schon mal hier waren. Aber irgendwie sah es vorhin ein bisschen anders aus. Munition, yippie-yay. Oh, da kann man hier was kaputt schießen. Das ist ja genau mein Ding. Und... Okay. Oh. Oh, Hilfe! Lauf, Lara! Komm her! Wo bist du? Die Sau ist weg. Ganz schön hartnäckig.
Eieieiei. Also da muss ich beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen anders vorgehen. Okay. Ich checke jetzt trotzdem nochmal hier die Lage ab. Gucken, vielleicht haben wir hier noch was in der Ecke. Kann man hier rein? Nö. Au! Au! Was habe ich gemacht? Stacheldraht. Au! Jetzt habe ich aber gut Energie verloren. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ist auch wieder Stacheldraht. Aber eine wunderschöne Kiste. Gibt 40% oder 30% Energie. Oh, oh, oh. Stacheldraht, Stacheldraht. Nee, ich versuche auch nicht rüber zu springen. Das könnte wehtun. Blinkt hier was? Nee, ich dachte, ich hätte was gesehen. Ah, irgendwie. Das ist ein wenig verlockend, dagegen zu schießen. Machen wir mal einen Test. Einen Testschuss. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, der Wille war da. Könnte jetzt hier hochgehen, aber ich check hier unten erstmal alles ab. Zum Beispiel hier. Oh, da ist ja was für mich. Zack, ehrlich. Ich denke mal, viel mehr ist hier nicht. Ist hier vielleicht eine geheimnisvolle Ecke? Nö. Vielleicht eine grüne Pflanze? Oh, hier kann man tauchen. Wie geht tauchen nochmal? So. Okay, neuer Plan. Ich gehe erstmal in das Haus hinein. Da wäre eine Tür. Hier ist nichts. Use. Jawohl, ich liebe es, wenn Lara die Tür auftritt. Ah, eine wunderschöne Küche. Mit Mikrowelle, Herd, allen Zip und Zap. Aha, ein Familienfoto. Schauen wir uns doch mal das Familienfoto hier an. Okay. Ein Telefon. Ach, Kätzchen, ach wie süß. Cool. Ja, das sind so die kleinen Details, die unheimlich interessant hier sind. Badezimmer. Oh. Naja, schön ist anders, aber ein Badezimmer. Gibt es hier eigentlich überhaupt keine Klobrillen? Das hat ja alles Ferkelchen hier. So, kann man auch nach oben? Ja, aber ich gucke erstmal, ob ich unten alles abgecheckt habe. Genau, hier im Wohnzimmerraum war ich noch nicht. Aber ich muss sagen, es ist ein richtig großes Haus, ne? Oh, da liegt was, da liegt was. Eben mal her damit. Komm, Lara, aufsammeln. Danke. Und
gehen wir einmal hier um die Ecke. Und schauen mal nach, was so schönes liegt. Munition? Nein, ein Medipack. Okay, ich würde sagen, habe ich hier noch was? Nein, hier war nichts. Ich würde sagen, up we go! Okay. Ja, das sieht doch wieder nach stark danach aus, als ob man dagegen schießen könnte. Nee, kann man nicht. Vielleicht wegschieben? Ja, ich sollte die richtige Taste drücken. Ja. Ha, jetzt habe ich einen Schuss verschenkt. Vergoldet. So, dann gehen wir da mal rein, ne? In die geheimnisvolle Tür. Was haben wir da? Nichts zum Aufsammeln. Oh ja, das wäre was für mich. Oh, schade. Ha, noch ein Schuss vergoldet. Noch ein Schuss verschenkt. Ärgerlich, ärgerlich. Oh, da liegt was. Oder auch nicht. Aber hier muss irgendwas sein. Der Raum ist doch nicht einfach nur für Lulu. Press L. Okay. Ja, der ist ja mal cool. Hihihi. Klasse, ne? Ja, du bist ja mal ein feines Kerlchen, ne? Ja. Was haben wir da noch so? Okay. Okay. Interessant. Ja, das sind so die kleinen Details hier in dem Spiel, die unheimlich faszinierend sind. Okay, also habe ich im Endeffekt nur einen Brief erhalten. Ja, immer besser als nichts, ne? Okay, ich brauche einen Schlüssel. Gehen wir mal hier rein. Aktion, ja, herrlich, immer her damit. Nichts. Kann man vielleicht das hier öffnen? Warum ist das Poster hier so komisch hinter dem Schrank? Und den Schrank auch verschieben? Nee, kann man nicht. Komisch, ne? Okay, nichts weiter hinten. Der Raum beinhaltet quasi nur einmal Munition. Ja, aber das heißt nur. Aber jeden Schuss, den ich finde, ja zufrieden. Ich glaube, da liegt was auf dem Tisch, ne? Ja. Munition. Okay, das war's. Aber solange man immer etwas findet, haben wir uns ja bekanntlich immer einen Jäger und Sammler, ich zumindest. Okay, haben wir hier vorne noch einen Raum? Ne, hier ist nur eine Sackgasse. Ich meine, wir bauten so ein Haus. Wir haben so eine Nische für nichts. Ja, wo bekomme ich jetzt den Schlüssel her? Das ist jetzt die gute Frage. Oh, soll ich jetzt mal gegenschießen? Nee, das kann nicht sein. Lara will ja zwingend einen Schlüssel haben. Ich wollte nach oben. Genau, oben war das. Ich habe doch jetzt hier gerade die Kobolde zur Seite geschoben. Was habe ich gefunden? Ein Energiepark. Oder nichts Besonderes. Also ich denke mal, hier wird irgendwo die Lösung sein. Ne?
guten Kinderzimmer halt, ne, vor allem. Genau. So, dann werde ich mal probieren, hier einfach aus dem Fenster zu springen. Mit einem ganz einfachen Jump. Zack. Hat sogar funktioniert. Wahnsinn. So, schauen wir uns erstmal mal wieder hier um. Vielleicht kann man irgendetwas ja hier ergattern. Nochmal eine grüne oder eine rote Pflanze. Würde sich jetzt hier so anbieten. Ja, was haben wir hier? Eine Kiste. Okay, okay, okay. Aber hier schon. Ja, ich sollte auch die richtige Taste drücken. Oh, hier kann man runtergehen. Ja, machen wir das mal. So, schauen wir uns mal hier um. Eine Art Generator. Missing Item. Missing Item, okay. Ah, hier liegt doch was Schönes. So, machen wir das Türchen mal auf. Geht nicht. Ah, okay. Vielleicht mit dem Generator, der erzeugt Strom. Und dann öffnet sich vielleicht das Türchen. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Aber irgendetwas fehlt da. Eine Kurbel oder was auch immer. Special Item. Ein Special Item für einen Generator. Was mag da sein? Ne, ich sehe das Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Also gegenschießen brauche ich, denke ich mal, nicht. Ja, dann springe ich mal hier rüber. Ja. Machen wir das mal. So, gehen wir mal in die nächste geheimnisvolle Ecke. Was haben wir da? Oh, ein Fläschchen. Immerhin, besser als nichts. Hier hätten wir einen kleinen Hintereingang. Na klar, ein Schlüssel. Was auch sonst. Okay, nehmen wir die Treppe. Da liegt ja was, ne? Einfach nur eine Wand. Na, hier war ich schon, ne? Gut, springen wir hier drauf. Oder wir gehen hier runter. Wenn Lara da schon hinguckt, dann gehen wir auch mal dahin. Not much left of these ammunition depots. Maybe I'm gonna find something in those buildings. Maybe I will find... Vielleicht findet sie etwas in diesen Gebäuden. Wo ist denn hier ein Gebäude? Dieses Gebäude? Ein Wasserkessel? Okay, mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Nee. Also ich denke mal, das wird hier eine Sackgasse sein. Ich komme hier nicht hoch. Da geht's zum nächsten Gebäude. Da will ich noch nicht hin. Ich check hier erstmal alles ab. Was haben wir denn hier? In der Kiste vielleicht was? Ah. Oh. Das habe ich jetzt ja gar nicht gesehen, aber immer her damit. Zufallsfund. Ich wollte doch testen, ob man die Kiste irgendwie ziehen oder schieben kann.
Ne, kann man nicht. Ist hier noch was? Nein. Hier noch was? Nein. Ah, vielleicht kommt man von hinten da irgendwie hoch. Beim Hintereingang quasi. Ne, das ist ein Zaun. Nö. Oh, was haben wir denn da? Ist das für ein Pflänzchen, was ich aufsammeln kann? Jo. Schön. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt hier diese Textnachricht da gerade kam. Kann man das auch aufsammeln? Ne, das kann ich hier nicht. Gehen wir erstmal in die Ecken hier rein. Ah, da haben wir nix. Aber dafür hier. So, eine Schaukel. Kann man hier auch schaukeln? Cool, die bewegt sich sogar. Klasse. Und quietscht. Ist hier noch was? No. Komm, gehen wir einmal nach hinten. Ach, da kann man vielleicht so weit durchkriechen. Bestimmt. Da muss nur richtig stehen. Dann wird jetzt irgendetwas Aufregendes kommen. Ach, wie schön. Na, ich soll auch die richtige Taste drücken. Zwei Gegenstände. Ein Medipack und ein wenig Munition. Da ich ja gierig bin, will ich natürlich noch mehr. Aber noch mehr gibt's nicht. Hey, ich will wieder zurück. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier hoffentlich reinkommen. Okay, okay. Das sieht nicht gut aus. Dann springen wir mal hier hoch. Glasscheibe, ist ja was für mich. Bäm! Ich finde gut. Ist hier was auf der Kommode? Ist nichts. Gehen wir mal hier rein. Was kommt jetzt? Lara, pass auf. Ich ahne Übles. Ja, ich wusste es doch. Zack, erstmal einen auf den Schädel. I'm not a thief. And I'm not looking for trouble. Drop it. Who are you? I'm not looking for trouble either. Take what you want and get out of here. I don't want anything. So why are you here? Business. Here? In an abandoned residential district? He's not looking so good. He's sick and burning up. Gonna die then. I can help you, but then you gotta help me too. Are you offering me a trade? Explosives, and in return? Penicillin and clean syringes. I'll get them, and then... I'll help you. Here, take those keys. Good. Oh, Schlüssel. I got the key, I got the secret, jawohl. Why didn't you search through those houses on your own? I saw some looters in the area, and I didn't want to put my boy at risk. Hallo. Okay, wir haben einen kleinen Deal wohl ausgemacht. Ich besorge irgendetwas, Penicillin oder Medizin, irgendetwas in der Richtung. Und dann wird der Kollege mir auch helfen. Aber der beste Spruch war eh, I'm not a thief.
Ja, ist schon klar, sie macht die ganze Zeit nichts anderes, außer irgendwelche Gegenstände zu klauen. Aber das nehmen wir mal jetzt nicht so genau. Ist hier nichts drin? Das kann nicht sein. Wusste ich doch. Hat mein scharfes Auge mich hier nicht enttäuscht. So, Licht ist schon wieder aus, sehe ich gerade. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Use a key. Okay. Na, hier haben wir nichts. Ja, da soll man wohl nicht durch. Hallo Lara, wo bist du? Gut, checken wir mal hier eben alles ab. Oh, warte mal. Ist da was? Ne, ist nichts. Ah, da liegt da was. Okay, ist nur ein Foto. Hier wird da irgendwo was sein. Warum ist das jetzt nicht nur für Lulu hier? Okay. Ein Satz mit X. Aber andererseits, wir haben noch ein paar Türen. Welche nehme ich zuerst? Die oder die? Ach komm, nehmen wir die. Ein Badezimmer. Oh ja, immerhin. Oh oh. Dunkle Räume sind nie gut. Na okay. So, jetzt finde mal was Tolles, Lara. Aha. Benzinkanister. Benzinkanister, was soll ich denn damit? Und was haben wir da? Oh ja, ein Fläschchen. Gut, hier haben wir auch nichts. Das ist alles? Braucht er noch ein Special Item? Oder das ist das Special Item. Ja klar, Generator braucht Diesel. Und ich habe schon mal einen Kanister. Ich hoffe mal, da ist auch eine Flüssigkeit drin. Aber das könnte ich ja mal abchecken. Oh, das ist eine Treppe. Irgendwas zum Klettern. Okay, die Luke ist aber leider dicht. Wie bekomme ich die denn auf? Vielleicht? Manchmal muss man auch ein bisschen kreativ sein. Das ist ein Schloss, ne? Einfach mal dagegen schießen. Ha! Cool. Cool. Ein Sekret, jawohl. Pfeile. Ich habe noch nie Pfeile benutzt. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, generell hat man hier wenig Gegner. Aber spannend ist das Spiel allemal. Cool, hier mit dem Licht. Munition. Und eine Mikrowelle. Noch mehr Munition. Hier, schön. Ja, ich denke mal, das war's. Wäre schon mal eine ganz gute Ausbeute, keine Frage. Und dann gehen wir mal wieder ein wenig zurück. Steh auf. Das Regal habe ich schon gescheckt.
Ja, gehen wir erstmal zurück, genau. Hier war ja auch nichts. Und jetzt? Ich spring einfach mal. Ups. Ah, hat funktioniert. Gut, was habe ich jetzt vor? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach, vielleicht so. Einmal über den Zaun. Und jetzt muss ich... Missing Item, wo war das nochmal? Hier, ne? Ne, hier war das nicht. Ein Haus weiter. Wie komme ich da denn jetzt rüber? So schon mal nicht. Vielleicht wenn ich hier drüber springe. Oh ja, da müsste passen. Da fehlt ja auch der Zaun. Zack. Genau, und jetzt hier runter. So, komm. Missing Item. Ja. Cool. Ja, ist zwar gut und schön. Ich hoffe mal, da ist auch genug Sprit drin. Dass das Türchen jetzt hier... aufgeht. Nicht, dass das Türchen jetzt hier wieder zugeht. Ich hoffe mal, Sprit reicht. Na ja, komm, ab ins Loch hinein. Okay, kriechen wir. Was war das denn? Oh, oh, bricht hier alles zusammen? Ah, noch ein Seagrid. Und noch mehr Pfeile. Ja, ist zwar gut und schön, bringt mich aber erstmal jetzt nicht wirklich weiter. Kann ich noch ein bisschen was einsammeln. Und dann wäre hier natürlich die Ebene zu Ende. Okay, gehen wir zurück. Na, warum gehst du nicht? Komm, steh auf. So, geht es guter Rat teuer. Jetzt habe ich zwar einige Dinge aufgesammelt, kann damit aber nicht viel anfangen. Vielleicht nochmal zurück ins Haus gehen. Ach nee, der geht da gar nicht. Ich bin ja hier durchs Fenster gesprungen. Tja, und nu? Und nu? Wohin, wohin? Wohin zu... Ach, da vorne ist ja auch noch eine Tür. War die nicht verschlossen? Jetzt habe ich ja so einen ganzen Schlüsselbund. Vielleicht passt der ja. Jammed? Okay, hab verstanden. Na, man weiß ja nie. Manchmal hört man Geräusche, wo keine Geräusche sind. Ist da wieder ein Foto? Ja. Na, gehen wir mal hier hoch. Hä? Hallo? Und du? Oder kann man hier hochklettern? Nee.
Das ist aber ein komischer Raum hier. Also ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass man die Tür hier aufschließt und man kann im Endeffekt nichts machen. Vielleicht ein Feuer machen? Nee, dann wäre ein Feuersymbol. Das ist aber jetzt ein komischer Raum hier. Aha. Da geht es irgendwie nach oben. Und die Frage ist, wie? Lass mal springen. Ja, komisch. Wie komme ich da jetzt? Ah! Da ist noch eine Lücke. Okay. Dass wir noch irgendwie hinspringen können, bestimmt. Okay, das geht schon mal nicht. Nee, so hoch kann ich nicht springen. Schritt vorgehen. Noch einen Schritt. Ne. Kommt da nicht ran. Komisch. Aber irgendwie muss man auch da dran kommen. So, komm nochmal. Noch ein Versuch. Ah! Muss genau auf Position stehen. Ja, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir uns mal hier eine Runde um. Ein Zettelchen. Okay. Oh, es sieht ja auch nicht gerade einladend hier aus. Was ist denn hier drin? Oh, lecker, 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 lecker. Ja, das ist doch ganz nett. Das war's wieder, ne? Hohoho. Klasse. Komm, den kann man doch bestimmt zur Seite schieben. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Kann man hier wieder durchspringen? Das werde ich gleich mal testen. Hallo. Check it up. Nee. Diese Art von Regalen kann man nicht durchsuchen. Gut, ich denke mal, man muss hier durchspringen. Aua. Okay. Das war wohl nichts. Ich würde sagen, ich gehe wieder nach oben und überlege mir was anderes. Ah, vielleicht muss ich hier aufs Dach springen. Neuer Versuch. Aua! Es hat funktioniert. Cool.
Ah, das ist ja was für mich. Noch ein Zettel? Ne, kein Zettel. Ne, kann man nicht aufsammeln. Ist hier eine geheime Botschaft versteckt? Ne, doch nicht. Gut, vielleicht kann ich ja jetzt den Schrank bewegen. Oh, jetzt fällt ihr die Klappe auf den Kopf. Ah, nicht ganz. Kann ich noch weiter wegschieben? Nö, noch weiter geht nicht. Gut, ich würde sagen, auf nach oben. Könnten ruhig mal wieder ein paar Gegner kommen. Was habe ich so viel Munition? Oh, ein Laptop, schön. Aber kann jetzt nur einen Zettel aufsammeln, ja. Gehen wir nochmal hier in die Ecke. Hier lacht er was. Ja, sie ist ja nicht dran vorbeigehen, Lara. Immer schön mitnehmen. Nein! Okay, jetzt wieder nach oben. Ist das Penicillin? Definitiv. Ah, hier ist auch noch ein Schrank. Checken wir mal einmal, ob hier was drin ist. Yes, das okay, sieht richtig gut aus. Need to find penicillin now.
So, mein Mikrofon war die ganze Zeit auf stumm. Aber ich habe keine Lust, das normal zu spielen. Viel habe ich eh nicht mitgeteilt, außer dass ich mir jetzt gerade überlegt habe, dass vielleicht noch ein Teil der Medizin fehlen muss. Was steht hier überhaupt? Keep it out. Keep out. Ja, okay. Aua. Alles gut. Alles gut, ja. Oh. Okay, gucken wir erstmal hier. Da liegt jetzt zum Beispiel was. Ich glaube, jetzt kommt der Moment, in dem man wieder ein bisschen Energie braucht. 50% ist ein bisschen viel, 30. Ja, ich denke mal 30% ist schon ganz okay. Und jetzt noch ein Fläschchen hinterher. Ach komm, nehmen wir nochmal ein Fläschchen. Jawohl, Lara ist ja voll dabei. Gut, ich riskiere es mal. Hier kann man... Oh, hier kann man reingehen. Hier kann man reingehen. Und reinkriechen. Dann machen wir das mal. Wie geht's nach oben? Ja. Nein! Das war ja jetzt ärgerlich. Ja, machen wir das mal. Wie geht's nach oben? So, das kann doch nicht sein, dass dieser Raum hier irgendwie für nichts ist. Ich habe keine Ahnung, was der Raum hier zu bedeuten hat. Hä? Kann man da rein? Da ist doch ein Raum, ne? Ich würde sagen, eine Runde kriechen und hinein ins Vergnügen. Da liegt doch was. Oh! Seid ihr alle weg? Seid ihr alle weg? Aber erstmal die Munition hier einsammeln. Dann kriechen wir einfach mal hier rein. Oder laufen rein. Okay, doch kriechen. Ja, kriech doch weiter. Bleib doch nicht stehen. Ob das mal gut geht. Ah, Lara hängt wieder. Jetzt aber. Ich habe hier auch ein komisches Gefühl. Warum hängst du denn jetzt schon wieder? Ist doch nichts. Hallo, Lara? Oder geht's da einfach nicht weiter? Ja, doch. Au! Oh, jetzt aber schnell. Ich kriege jetzt einfach weiter. Egal, was passiert. Einfach weiter. Immer weiter. So, was haben wir hier? Drei schöne Fotos. Gut, sonst haben wir hier nichts. Ja, gehen wir mal durch die Tür. Ein Schreibtisch. Ja, das sieht doch stark nach einem Doktor hier aus. Da liegt ja was auf dem Tisch, ne? Ne, ist nur Grafik. Da, jetzt aber. Nur Energie. Ja, und jetzt? Oh, das ist eine Kommode. Die stecken wir nochmal ab. Good. I got medicine. Ja. Gotta head back now. Genau, jetzt gehen wir back. Das ist eine gute Idee. Ja, kriechen wir mal wieder hier durch, würde ich sagen, ne?
So, dann werde ich mal das Löchchen hineinkriechen. Mit der Waffe brauchst du hier nicht. Komm weiter. Oho, der war aber knapp. Der war heute aber knapp, ey. Da habe ich mich schon ein wenig tot gesehen. Na komm. Ja, dann rollen wir uns hier durch. Ja, prima. Das hat doch schon mal geklappt. So, jetzt einfach hier runter. Und wieder zurück. Ja, mittlerweile habe ich meinen Joystick angeschlossen. Und ich muss echt feststellen, oh, da kommt eine Sau. Komm her, ich mach dich fertig. Ha! 10 Schuss mal 1. Kein Problem. Aua. Jetzt aber. Geht doch. So, wo muss ich überhaupt nochmal hin? Ach ja, genau, nach da oben muss ich. Okay, einfach hoch. Ja. Ich glaube, ich habe das Level geschafft. Good. Is he your son? Yeah, yes. I hope he's gonna get well soon. Hope so. Cause we've gotta leave this place. Did you hear those sounds from the skies? What are they? Something's been hovering over the city for days. It's the beginning. Lutus. Das hörte sich nicht gut an. Okay, erstmal speichern.
Gotta get back to that house. Dead. You're safe now. Your weapon's on the cupboard. Please take it. Vintage model, huh? It works. I'm not setting you up. Thank you for your help. For the medicine. Good luck. So. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter? Oh, was liegt denn da? Was ist das? Eine Waffe? Press R for read. Das machen wir mal eben in dem Fall. Granatlauncher. Das ist aber nicht schlecht. Was fliegt denn hier noch so rum? Vielleicht noch ein bisschen Munition. Okay, ja, so ein Granatlauncher kann man eigentlich immer gebrauchen. Ja, ich könnte als erstes erst nochmal zurückgehen. Und zwar dorthin, wo ich gerade diesen Kampf hatte. Vielleicht fliegt ja noch irgendwie ein bisschen Munition rum. Vielleicht haben die ein bisschen was hinterlassen. Das wäre ja ganz nice. Na, sieht aber nicht so aus. Oh, doch. Da haben wir schon mal was. Ja, ich scanne hier nochmal alles ab. War nicht hier in der Ecke auch noch einer? Zumindest kam einer aus der Ecke raus. Aber hier musste auch was sein. Schade. So, dann werde ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hier hin muss. Ich habe jetzt hier überhaupt keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich konnte ja nochmal zurück zu diesem Häuschen hier gehen. Nochmal eine Möglichkeit. Oh! Wo kommt der denn her? Eieieiei. Okay. Ups, wo kommt denn das Löchchen hierher? Ich fällt gerade ein, hier war noch diese komische Plattform. Die könnte ich auch mal eben abchecken. Also der Griff ist ja hier vorne, sehe ich gerade. Vielleicht muss ich auch von hier aufmachen. Ne, geht nicht auf. Ah doch! Ja, dann mal schnell rein da. Jawohl, 50 Gummipunkte. Und Munition bitte. Und Medipack und... Ach, eigentlich brauche ich alles. Ja, ein Fläschchen. Besser als nichts. Und, jawohl, Munition. Her damit. Nicht, dass ich noch etwas vergesse hier. Ja gut, der Weg zurück hat sich doch schon mal gelohnt. Ne, ich dachte, da wäre auch noch was. Na, gehst du wohl da hoch? Ja, geht doch.
Ja, wohin jetzt? Das ist jetzt die gute Frage. Also ich habe ja eigentlich alles jetzt abgeschickt. Aber eigentlich war hier vorne ja noch etwas offen. In dem anderen Gebäude. Oh, was hat denn? Oh, ja, das ist ja mal ein Riesenjump hier. Oh, schieß! Boah, wo kommt ihr denn her? Alter! Wo kamen die denn her? Noch einer! Eieieiei. Der war jetzt aber ganz übel. Okay, gut zu wissen, dass ab jetzt so ein paar Kollegen mich jetzt hier auflauern werden. Dann werde ich wohl immer hoch bewaffnet hier rumrennen müssen. So, habt ihr wenigstens etwas hinterlassen für mich? Natürlich nicht. Das war gemein. Habt ihr echt nichts hinterlassen? Oh, was haben wir denn hier für ein Zeichen? Hier ist so ein Zeichen, seht ihr das? Okay, schauen wir uns das mal an. Da geht's nach oben. Okay. Testen wir mal. Aber wir haben noch so einen super Granatwerfer. Komm, wir machen mal einen Testschuss. Wow! Tatsächlich! Manchmal muss man das Unmöglichste ausprobieren. Und ich glaube, genau, hier ist die Lara doch vorhin runtergesprungen. Ich erinnere mich. Ja, tatsächlich, ich muss jetzt hier wieder zurück. Granatwerfer nicht. Ich brauche vor allen Dingen Energie. 60%, ja, ist okay. Und nochmal ein Fläschchen hinterher. 10%. Das war's. Level 5 beendet, würde ich sagen. Jetzt dreht sich Lara im Kreis und weiß nicht mehr wohin. Okay, ich speichere an dieser Stelle ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!